und ich sag, Leute, wissen es macht. Lübeck 2012, Wissenschaftsstadt. So sieht es aus, wenn Humboldt auf Hanse trifft. Man sieht unsere Stadt in einem anderen Licht. Wie gesagt, Leute, wissen es macht. Lübeck 2012, Wissenschaftsstadt. So sieht es aus, wenn Humboldt auf Hanse trifft. Man sieht unsere Stadt in einem anderen Licht. Willkommen in der Stadt, die für Hanse steht. Denn Humboldt hat sich unser Holzentor schon angesehen. Mit Traditionsbauten ist voll die Innenstadt. 7 Türme, von denen jeder bis zum Himmel ragt. In St. Lorenz bei Dräger wird viel geforscht. Hansa, Halleluja, Mühle, es geht hier um Sport. Es ist Willy Brandt, der ist hier geboren. Und die Muck ist für Kongresse und Musik der Ort. Ja, im Bunte Kuh schreibt man Zeile und Satz. Denn die LN ist die Zeitung am Platz. Und willst du City, Mediamarkt und Toys R Us? Fahr zum City Park, wär besser, wenn du's heute noch machst. Willst du wachsen, geistig oder körperlich? Fährst du nach St. Jörg, denn das fördert dich. Genau, in der FH und in der Uni kann man vieles besser. Und außerdem gibt's dann noch Marzipan von Niederegger. Und ich sag, Leute, wissen es macht. Lübeck 2012, Wissenschaftsstadt, yo. So sieht es aus, wenn Humboldt auf Hanse trifft. Man sieht unsere Stadt in einem anderen Licht. Wie gesagt, Leute, wissen es macht. Lübeck 2012, Wissenschaftsstadt, yo. So sieht es aus, wenn Humboldt auf Hanse trifft. Man sieht unsere Stadt in einem anderen Licht. Die erste Synagoge Lübeck stand in Meusling. Den jüdischen Friedhof, den kannst du da noch heute sehen. Mittlerweile haben wir auch die A20 da. Und auf der kannst du fast bis nach Danzig fahren. In Travemünde auf der Strandpromenade. Weht mir beim Sonnenbad Sand durch die Haare. Vom Maritim aus hat man die beste Sicht. Im 36. Stock strahlt das hellste Licht. Blauer Holz, das ist unser größtes Weißstückchen. Außerdem gibt's da noch die Frühstücksflocken bei Brücken. Der Stadtpark ist echt cool, um spazieren zu gehen. Das Burgtor nutzt die Jugend, um sich wieder zu sehen. Nach Kübnitz kommt's am schnellsten durch den Herrentunnel. Auf Bauspielplatz drehen sogar Pferderunden. Und wo ein Schludum keine Mauer mehr dazwischen ist, riechst du im Fischereihafen Fisch und Fisch. Und ich sag, Leute, wissen es mal. Lübeck 2012, Wissenschaftsstadt, yo. So sieht es aus, wenn Humboldt auf Hanse trifft. Man sieht unsere Stadt in einem anderen Licht. Wie gesagt, Leute, wissen es mal. Lübeck 2012, Wissenschaftsstadt, yo. So sieht es aus, wenn Humboldt auf Hanse trifft. Man sieht unsere Stadt in einem anderen Licht. Wie gesagt, wissen es mal. Lübeck 2012, Wissenschaftsstadt, yo. So sieht es aus, wenn Humboldt auf Hanse trifft. Man sieht unsere Stadt in einem anderen Licht. Wie gesagt, wissen es mal. Lübeck 2012, Wissenschaftsstadt, yo. So sieht es aus, wenn Humboldt auf Hanse trifft. Man sieht unsere Stadt in einem anderen Licht. Vielen Dank schon mal. Dankeschön. Ja, und genau dieses Lied ist im Endeffekt der Auslöser gewesen, dass man uns jetzt angesprochen hat und gefragt hat, habt ihr nicht mal Lust, euch ein bisschen mit dem Thema Klimaschutz, Umweltschutz auseinanderzusetzen? Und das haben wir dann natürlich getan und haben extra für heute Abend also ein eigenes Lied geschrieben. Das ist quasi jetzt die Weltpremiere dieses Tracks, den hat noch keiner sonst gehört außer uns. Wunderbar. Der Song heißt Hast du. Okay. Oh Gott, es ist nicht nur das Ozonloch. Mann, wir müssen etwas tun, und zwar sofort. Es ist okay, wenn ich auf Tochter oder Sohn hoffe. Wie gesagt, wir müssen etwas tun, und zwar sofort. Die Erde ist am Ende und droht unterzugehen. Das wird langsam zu unserem Problem. Und man versteht, es liegt an uns, das zu regeln. Denn dass es von allein schafft, wäre dumm anzunehmen. Denn die Firmen von heute, sie halten sich für sauschlau. Was ihr macht, ist nicht effizient. Das ist Raubbau. Was sagt ihr euren Kids, wenn sie mal zu euch aufschauen? Ach, wartet ab, deren Stimmen werden auch laut. Sie sagen, Dad, siehst du nicht, was du an dieser Welt hast? Welche Probleme und Sorgen all das ganze Geld schafft? Wir brechen aus dieser Wegwerfgesellschaft. Doch das klappt nur, wenn's ab jetzt jeder selbst macht. Hast du schon mal auf deinen Schuh geguckt? Deinen ökologischen Fußabdruck? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Oder einfach scheißegal gesagt? Hast du schon mal auf deinen Schuh geguckt? Deinen ökologischen Fußabdruck? Hast du dir schon mal den Spaß gemacht und da ein bisschen drüber nachgedacht? Oh Gott, es ist nicht nur das Ozonloch, was du kannst nichts tun, erzähl mir doch nicht so einen Schrott. Hey Mann, zum Fernsehen, da brauch ich diesen Strom doch. Nicht überall in jedem Zimmer in deinem Wohnblock. Drehst du das Wasser ab beim Zähneputzen, merkst du nicht, wie wir langsam jeden See verschmutzen? Wir können das alles nicht alleine regeln, aber irgendwie geht hier jeder seine eigenen Wege. Hast du am Samstag nur zum Sound getanzt? Wann hast du eigentlich mal einen Baum gepflanzt?
Und was weißt du so über Wasserkraft oder Windenergie, die gibt's massenhaft. Und nichts ist so beeindruckend wie Solar. Geh mit weiter diesen Pfad, sind wir dem Ziel so nah. Leider wurde viel zu lang am falschen Ende gespart. Wir sitzen alle in einem Boot, doch wir wenden es grad. Hast du schon mal auf deinen Schuh geguckt? Deinen ökologischen Fußabdruck? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Oder einfach scheißegal gesagt? Hast du schon mal auf deinen Schuh geguckt? Deinen ökologischen Fußabdruck? Hast du dir schon mal den Spaß gemacht? Und da ein bisschen drüber nachgedacht? Hast du schon mal auf deinen Schuh geguckt? Deinen ökologischen Fußabdruck? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Oder einfach scheißegal gesagt? Ja. Hast du schon mal auf deinen Schuh geguckt? Deinen ökologischen Fußabdruck? Hast du dir schon mal den Spaß gemacht? Und da ein bisschen drüber nachgedacht? Vielen Dank! Yeah. Dankeschön! Wunderbar, hat doch geklappt.